Jonas, kommst du? Ja. Fuck. Jo, das klingt gut. Wenn er außerhalb der Aufnahme stößt, ist scheiße. Was? Ja, wahrscheinlich. Wieso soll ich sterben? Junge, da erwartet immer ganz anderes von mir. Ja, wenn Juri irgendwann mal drauf geht. Ich bin weil sowas von drauf. Ja, wenn du hast ja nicht mal eine Rüstung an. Brauche ich auch nicht. So, wer von euch macht die Antwort? Ich will nicht. Leo. Na dann los. 3, 2, 1. Aua! Aua! Ja. Das heißt, ich werde bestraft, weil ich warte. Genau. Warte, ich, da hinten kommt ein Mob auf uns zu, der will uns umbringen. Ja, dann komm hinter den Zaun, lass sie herkommen, du kannst sie anlocken. Aber die sind Bogenschützen. Ja, dafür haben wir ein Schild. Wir brauchen übrigens jetzt auch die Knochen. Wir haben nämlich vor, uns jetzt in der heutigen Aufnahmesession um den Enchantment Table zu kümmern. Wo ist denn der Knochen? Ja, um Sachen schneller wachsen zu können und so weiter und so fort. Aua. Wie zum Beispiel Bäume. Nee, für Zuckerrohr nicht, aber wir brauchen ja Bäume, weil wir können natürlich auch alles drumherum abholzen. Für Holz. Das wären ja nicht viele. Genau. So, und wir spielen in der 1.15 Version, weil leider unser Server automatisch geupdatet wurde. Und das mussten wir ausstellen, das wussten wir nicht. Ja, weil wir leider seine Namen ausgebracht haben. Genau. Nö, der macht sich ja immer mal unsichtbar. Genau. So. Also, dann... Trotzdem habe ich seinen Namen umgebracht. Habe ich da ja, keine... Hast du schon erwähnt, dass Marvin nicht da ist? Stimmt, genau. Wir spielen heute leider ohne den Marvin. Ja, leider. Weil der... Schade, sonst hätte ich wieder jemanden gehabt, den ich umbringen hätte können. Ich finde es tatsächlich schade. Ja, ich auch. Weil, ja, manchmal geht das Privatleben eben vor, aber an dieser Stelle gehen Grüße raus und beim nächsten Mal hoffen wir, dass er wieder dabei ist. Ach du Scheiße. Was sagt ihr, wenn jetzt 5 Explosionen kommen, verunsichert euch das? Bitte was? 5 Explosionen hintereinander. Oh Scheiße. Oh, ja, ich glaube, ich habe den Zaun in die Luft gejagt. Ja, dann reparierst du mal schnell, dass wir die Zombies draußen lassen. Fuck. Ja. Nee, warte ich noch mit. Alter, ich hab ein Problem. Oh, Junge, hier ist der IS. Der IS ist da. Was machst du denn hier? Junge, ich laufe hier auf den Bäumen. Auf einmal sind 3 Creeper hinter mir. Ja, die kommen nicht. Nein. Ich hab noch ein Verzauberungstable. Ich brauch doch kein Obsidian. Aber die kriegst du. Nö, ist meiner. Kriegt er dafür? Ja. Aua. So, hast du zufällig die Zäune eingesammelt? Oder nein, ich war da gar nicht lang gelaufen. Okay. Oh, läuft noch ein Creeper. Nein. Oh nein, boom. Und tschüss. Ich bin der Yogi. Ich helfe dir, Yogi. Aber oder so. Alter. Ja, ich sag doch, die kommen hier. Der IS ist da. Lass mal hier wieder alles reparieren. Ich soll immer uns für eine Stadtmauer auf. Darf ich die Stadtmauer bauen? Der Zaun hier war ja erstmal nur provisorisch. Darf ich eine Stadtmauer bauen? Also, wollen wir wirklich eine richtige... Also, ich hätte richtig Bock auf eine richtige Mittelalter-City.
Dann würde ich den Bau der irgendwann mal den Bau der Stadtmauer übernehmen, wenn ihr das wollt. Gut, ich kümmere mich heute um den Verzauberungstisch. Jetzt wollen wir ganz kurz gucken. Der ist, glaube ich, gerade nicht da. Vater kam gerade lang wegen Essen, was ist? Nee. Ah, aua! Wie, nee, wir haben die Creeper nicht mal drauf? Na, das ist ja super. Was haben wir nicht drauf, die? Die Creeper gerade. Achso, ja, nee. Ja, ist das kein Beweis genug, dass hier ein Riesenloch ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht, weil ich keine Lust habe. Oh mein Gott. Was? What the fuck? Junge, wo hat er sein Lama angezogen? Siehst du dir auch diese lange Schnur hier, die hier anfängt? Warte mal, so. Creeper. Junge, Leo steht neben Creeper. Das juckt ihm einfach nicht. Da! Oh. Genau, Leo. Und jagt das Feld in die Luft. Perfekt. Ja, genau! Was ist denn heute hier los? Also ich bin dafür, dass wir dringend eine Stadtmauer brauchen. Weiß ich, Yogi schafft es nicht mal, die eine Seite zu reparieren, schon ist die nächste Seite im Arsch. Ja, ich musste erstmal Zäune craften. Eigentlich reichen Zäune auch. Nee, ich wäre schon für eine Stadt. Aber eine Stadt, wir wollen es ja schön haben, oder, Yogi? So, dann füll mal mit Erde auf, dann kann ich hier direkt wieder zumachen. Wichtig ist erstmal, dass du hier zumachst. Da vorne interessiert mich, dass ich hier den Zaun wieder zumachen kann. Ja, genau. Dann gehe ich wieder verzaubern mal. Nö. Ich habe noch von meiner letzten Tour Zuckerrohr. Wahrscheinlich, wie willst du auf Level 30 verzaubern? Weißt du, wie viele Bücher du brauchst dafür? Du musst halt erstmal eine ganze Bücherecke drin haben. Ja, das wollen wir da jetzt heute machen. Komm rüber, sonst sperre ich dich aus. Nee, ich brauche keine Bücherecke. Das ist so unnützig, auf Level 30 zu verzaubern, finde ich. Gut. Ich crafte meine Bücher lieber selber zusammen. Dann mach das. So, dann sind wir hier jetzt durch. Wunderbar. Feld ist auch. Also ich habe 27 Papier. Stimmt, ich habe gar keine Wettersounds. Fällt mir gerade auf. Leder, wo ist mein Leder? Ja, so ein bisschen im Hintergrund. Ja, wie viele Bücher habe ich? 9 Bücher habe ich. Also ich könnte 3 Bücherregale verzaubern. Keine Ahnung. Regen? Unter Wetter. Schärfe. Durchschuss, Schärfe. Schärfe. Schärfe, Stärke, Schärfe. So, dann können wir uns, glaube ich, jetzt gleich auch nochmal um die Knie kümmern. Also wir müssen auf jeden Fall jetzt erstmal warte. Jetzt bin ich vollkommen raus. Leder. Das heißt, wir machen da jetzt gleich erstmal eine Massenschlachtung. Oh, Schärfe 3 kostet 5 Erfahrungspunkte. Ja, das sind ja fast 30. Ja, du rechnest die vorderen nicht mit ein. Ja, die brauchst. Nee, die hinteren. 3 links, 3 rechts und 3 hinten. Ja, du kannst aber. Machst du vorne ein Viereck? Also, dass es viereckig ist, oder machst du es, dass es steigend ist? Ja, vorne. Da kannst du ja auch 2 Bücher frei weglassen.
sind ja auch nicht so okay. So. Oh, wieder was tot. Ja. Habt ihr einen Sattel oder sowas? Ich würde mir einfach... Also muss ich mal gucken, dass ich mal welches finde oder so. Das kann ich dir nicht beantworten. Also ich habe auch noch Zuckerrohr in der Kiste, ansonsten schmeißt erstmal da rein. Oh ne, ich vermisse den Mod, wo man nur unten einen Baum abbauen muss und dann fällt das schon zusammen. So, ich habe jetzt erstmal 25 Leder gekriegt. Perfekt. Sag mal, hat das Kuhgehege keinen Eingang? Nein. Hat mich auch schon gewundert. Na lol. Ich kümmere mich um die Mauer jetzt. Ja, ich sag ja gerade, ich habe jetzt 25 Leder aktuell. Ja, kümmert ihr euch um den Verzauberungstisch, ich baue eine Mauer, okay? Wo ist denn das ganze Zuckerrohr, sag mal? Wie meinst du? Wie meinst du eigentlich? Ich bin der Müll. Habt ihr Steine? Die ganze Kiste ist voll, ja. Perfekt. Darf ich die alle haben für die Mauer? Klar. Das ist ja eh nur. Das ist ja eh nur Müll. Okay, ja. Also darf ich die auch brennen? Ja, ja. Also davon haben wir, glaube ich, en masse. Ups. Okay, Kohle. Kohle habt ihr auch viel. Ja. Nicht die alle. Die muss ja irgendwie brennen. Ein Schmelzofen, da kann ich auch was drin rein. Das geht, da kann ich nur Erze rein. Mach aber nicht alle voll, ne? Was? Also einen Ofen bräuchten wir im Zweifel auch noch. Ja, ich baue noch welche. Ah, okay, alles klar. Schwarzen Farbstoff kannst du auch selber herstellen. Farbstoff? Nö. Aha. Nö. Nö. Aha. Ja. So habe ich Erde. Zack, zack. Ich habe auch noch Kohle, sehe ich gerade. Fast zwei Stacks. Die kann ich auch noch. Die schmeiße ich unten mal in die Truhe rein. Lalalala. Ja, jetzt wird hier Massenfabrik hergestellt. Alle 5 Minuten, also kann sein, dass es jetzt gerade noch nicht geht. So, die Eier sind. Ja, sehr gut. Holz brauche ich nicht, das brauche ich nicht.
ganz viel Fleisch, das schmeiße ich mal noch mit rein. 58 Fleisch gebraucht. Also Essen haben wir jetzt genug. Wir haben Getreide, wir haben diese Beeren. Ja. Und Hühner könnten wir eigentlich auch gleich mal mit schlachten. Cobblestone-Stairs schmeiße ich. Nee, das schmeiße ich mal hier in Stein und Dings mit rein. Also falls du Stairs brauchst. Eine Säge hatten wir, glaube ich, ja, auch der irgendwo. Steht hier. Ah ja, genau. Benutzt. Genau, perfekt. Dalalala. Heim. So, was haben wir denn hier unten drin? Wir wollten ja auch so langsam, aber sicher. Hey, du kriegst Ende. Wollten ja so langsam, aber sicher mal. Vier Treppen aus 1, 2, 3, 4, 5, 6 Bruchsteinen. Nein, du 1:1 bekommst du in der Säge. Ja, aber im normalen Ding ist es genauso. Und wenn du normal und wenn du Stein Bruch. Mauern. Steinmauern. Ja. Brauchst du 6 Stück und bekommst 6 raus. Aber nicht, wenn du das normal im Crafting Table machst. Ja, doch, auch da. Nein. Bruchsteintreppen 6. Wow, komischerweise, ne? Anscheinend kennt wer hier die Crafting-Rezepte nicht. Du Vollidiot! Ich mein Mauern! Jetzt reg mich nicht auf. Jetzt bring ich dich um. Haben die das Rezept jetzt geändert? Ja, schon lange. Nein, warte mal. Den Dingens, den gibt's ja nicht erst seit gestern. Also den gibt es ja erst seit der 1.14, die Sägemühle. So, also ich benutze jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6 und daraus kommen 4 Stairs raus. So. Ja, und aus 6 Spruchsteinen kommen auch 6 Mauernstücke. Nein. Aber es ist so. Guckst du es aber nach. Nee, das ist 1:1, aber bei Treppen hast du das Verhältnis nicht 1:1. Deswegen gibt es ja die Säge. Ja, sag ich doch, aber erst nicht auf mich hören. Ich dachte, ihr redet von Treppen, weil das ist definitiv nicht gleich. Ja, ich habe nicht von Treppen geredet, ich habe von Bruchsteinmauern. Ne, das weiß ich jetzt nicht. Okay. Ich baue aber die Mauer dann weiter weg, ne? Also ein bisschen. Naja, wichtig ist halt, dass es ausgelöst ist. Okay, wir sind. Oh oh. Aua! Komm her, du. Wieso nicht? Gut, fick dich. Ja, wir müssten langsam mal schlafen. Komm her, du Mistvieh. Nee, komm. Komm her, du Mist. Ne, kill den doch, dann kriegst du was. Ja, komm her, du kleines Mist-Otto-Vieh. Schlag dich aus dem. Yogi, aufpassen. Weg da, lass mich das machen. Aua, die schießt mich ab, der Bogenschütze. Wie viel Leben hat er denn? Das Skelett ist zu weit tot. Weg. Nein. Achso, ich wollte schon sagen. Nein! Wahrscheinlich so schön, ich habe nicht mein Herz verloren. Was habe ich daraus bekommen? Phantomhaut. Was kann man mit Phantomhaut machen? Auf jeden Fall ist die nützlich, aber frag mich jetzt nicht, wofür. Es gibt aber auch noch ein anderes Loot, was die fallen lassen. Das kann man auf jeden Fall verwenden. Warte. Ich nutze dann Marvins Bett. Nee. Ich schlafe hier. Keine Ahnung. Ich hab mich neben die Steinsäge gelegt. Also wenn ich mich nach drüben rolle, habe ich keinen Kopf mehr. Aber zum Glück halte ich ein Schild dahin. Da läuft der Yugi vorbei. Ja moin. Der Chef schläft oben.